Geisterzelle, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Ja, das letzte Mal haben wir angefangen, das Gehege schon zu definieren, die Wege zu platzieren. Ich habe nur noch einmal kurz an den beiden Enden was geändert, weil mir hat hier diese Verbindung zu dem Weg nicht gefallen. Hab dann beide Seiten nochmal angepasst und habe schon mal versucht, hier wird schon eine ungefähre Richtlinie für den Eingang zu machen. Auf der Seite. Und ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Gebäudegrundriss heute weiter und dann gucken wir mal, was heute noch so ansteht. So. Da ist ein Krokodil. Schlecht, aber ich habe schon mal bessere Krokodile gezogen. Das ist auch eine freie Wildbahn. Noch jemand ohne Fahrschein? Die Bahn ist definitiv gut. Marketing. Der Futter ist aber immens untergegangen. Stecken die Leute denn schon wieder fest? Warte mal, gibt es jetzt nicht? Ja genau, es gibt ja jetzt auch endlich neuen Zoo-Eingang. Das werden wir dann demnächst auch noch nutzen, das neue Feature. Das ist hier im Franchise-Modus jetzt auch endlich einen selbstplatzierbaren Zoo-Eingang gibt. Vielleicht lässt sich das denn, was hier so passiert, vermeiden. Nicht auch so viele Leute. Interessant sind doch Schildkröten auch wieder nicht. Das ist aber erstmal die große Frage. Habe ich die jetzt? Thank you.
mal gucken. Weil das soll ja hier auch... Machen wir das, die Gebäudegruppe zu. Erstmal hier ausrichte. Teile hier verlängern. Von der Gruppe trennt. So. Vielleicht ein bisschen dicker aussieht. Wir hängen hier was davor. Da hängen wir hier was davor. Gibt's da bestimmt irgendwas mit dem Pinguin. Nächste neuen Statuen. Nicht so ein Stein da. Ja.
Nein, den größeren. Wenn, dann brauche ich hier irgendwas dafür. Was Gutes. Und schon der Känguru. Auch irgendwas Dunkles. Brett ähnliches, was ich irgendwie. Alle Richtungen drin. Mann. So.
Müssen wir mal kurz. Da hinten durch. Ist es zu warm? Jetzt auch mal kalt machen. Genug da sein bei euch, oder?
das von der Gruppe? Machen erstmal die Winkelausrichtung aus. Das ist auf jeden Fall, kriegen wir das, kriegen wir verdient. Da können wir ja dann mit oh, der Grundriss steht. Hier hinten jetzt gleich mal noch die Mauer. Kann er ruhig von da aus bauen. So, wenn wir hier mal gleich noch den Mitarbeiterweg. Mitarbeitergebäude dann packen. Hat das nur gerade was gewonnen. Immer noch. Der Grundriss ist ja jetzt dementsprechend gut wie fertig. Ist der größte Teil des Backgrounds. Eine Biene. So. Klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zello. Tschüss.